Und nun darf ich Frau Professor Rosenhagen, die Vorsitzende des Deutschen Meteorologischen Gesellschaft, ebenfalls um ein Grußwort bitten. Sie haben das letzte Wort. Ja, ganz herzlichen Dank. Das ist etwas Besonderes. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie im Namen der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft ganz herzlich hier zu der Jubiläumsveranstaltung, den 10. Annaberger Klimatagen. Ja, es ist mehrfach gesagt, die Annaberger Klimatage sind wirklich etwas ganz Besonderes. Schon zum 10. Mal kommen hier prominente Klimawissenschaftler in diese doch etwas abgelegene Gegend. Das spricht schon für sich. Vielleicht zentral gelegen, nicht so ganz gut zu erreichen. Also etwas Zeit, um sich hier auszutauschen und die neuesten Forschungsergebnisse vorzutragen. Es ist mir deswegen oder der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft eine Freude, hier als Mitveranstalter auftreten zu können. Ganz kurz für die Deutsche Meteorologische Gesellschaft, kurz DMG genannt, nicht kennen, ein paar Worte dazu. Die DMG hat sich in ihrer Satzung zum Ziel gesetzt, die meteorologische Forschung zu fördern und meteorologisches Wissen zu verbreiten. Sie tut dies im Wesentlichen durch Veröffentlichungen, leider nicht dieser, die uns, hätte ich ja sehr gerne, den Dank muss ich also weitergeben und zurückgeben an den Deutschen Wetterdienst, die wir gerne veröffentlicht hätten, aber durch eine wissenschaftliche Zeitschrift, englischsprachig, die meteorologische Zeitschrift, trotz des Titels, und eines Kalenders, die meteorologischen Kalender, mit sehr informativen Rückseiten, mit besonderen Titeln, Themen, die immer aufgenommen werden, die vielleicht auch einige von Ihnen kennen. Sie tut das weiterhin durch Veranstaltungen. Es gibt Kolloquien und Fachvorträge in allen Teilen Deutschlands. Wir veranstalten selbst größere Tagungen, zusammen zum Teil mit unseren Schwestergesellschaften in Österreich und der Schweiz. Und für Unterstützung Tagungen. Und so ist es nur folgerichtig, dass wir hier zu dieser ganz besonderen Veranstaltung auch beitragen. Ich bedanke mich in dem Zusammenhang bei unserem Vorstandsmitglied Falk Böttcher, der die Verbindung herstellte. Übrigens, er ist unser Kassenwart und wer mehr Informationen haben will oder vielleicht sogar Beiträge, Informationen können Sie diesem Flyer entnehmen, der draußen ausgelegt ist. Und Herr Böttcher nimmt gerne Ihre Anträge, Mitgliedsanträge entgegen. Wir sind offen für alle, nicht nur für Meteorologen, sondern für alle, die an der Meteorologie interessiert sind. Es ist nicht lange her, da verstand man unter Klima die zusammenfassende Beschreibung und statistische Auswertung der Wettererscheinungen für einen Ort oder ein bestimmtes Gebiet für einen bestimmten Zeitraum. Das hat sich geändert. Vor wenigen Jahrzehnten entdeckte das oder argwöhnte, dass der Mensch einen wesentlichen Einfluss auf das Verhalten des Klimas hat. Der Begriff Klima wechselte die Perspektive. Er kam aus einer rückwärtig gerichteten Betrachtungsweise heraus. Man befasste sich nun zunehmend mit zukünftigen Klimazuständen. Die Modellierung des Klimas trat in den Vordergrund. Beobachtungsdaten verloren an Bedeutung. Heute nun wissen wir, dass beide Aspekte, die Modellierung und die Beobachtungsdaten, sehr wichtig sind. Ohne das gemessene und damit naturgemäß vergangene Wetter lassen sich Modelle für zukünftige mögliche Klimazustände nicht initialisieren, die Modellergebnisse nicht validieren. Und auch zukünftige Änderungen müssen vor dem Hintergrund des gegenwärtigen Klimazustands mit gemessenen Daten beurteilt werden. Vor diesem Hintergrund ist das 100. Jubiläum der Wetterwarte Fichtelberg, was wir gestern feierten, zu sehen und zu würdigen. Ganz herzlichen Dank also auch nochmal an dieser Stelle für die Beobachter, die über Wind und Wetter rausgegangen sind und rausgehen, um für uns diese Daten, verlässliche Daten mit höchstem Wert zusammenzustellen. Wir wissen, dass der Klimawandel sich mit deutlichen Unterschieden in der regionalen Ausprägung vollzieht. Herr Landrat Vogel hat es ausführlich auch darauf hingewiesen. So fallen die regionalen Veränderungen, wie wir wissen, teilweise deutlich stärker oder sogar mit kontroversen Vorzeichen aus als die Veränderungen im globalen Mittel. Die Vorträge der heute beginnenden Klimatagung haben vielfach regionalen Bezug und sind auf Deutschland oder sogar Sachsen bezogen. Das Spektrum der Themen ist breit gefächert. Ein tolles Programm. Vielen Dank den Veranstaltern, die dieses wieder zusammenstellen können. Ich und denke, wir alle freuen uns da auf die nächsten Tage, auf dieses vielfältige wissenschaftliche Programm. Und im Namen der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft wünsche ich Ihnen gute Diskussionen,
interessante Informationen und einen guten Verlauf sowie der deutschen, der Annaberger Klimatage. Weiterhin viel Erfolg. Besten Dank.